possible terrorist threats, facts, myths, and reality. We're going to hear Peter Finkelgruen now. He's going to talk about conflict dynamics in the Middle East. He's going to do that in German. So he's going to talk about Konfliktlinien im Nahen Osten. Please give a warm welcome to Peter Finkelgruen. Thank you. Thank you for the introduction. I would have held it in English if I had more time. I finished preparing the lecture actually on Thursday, and Friday was filled with other duties. So I will hold my lecture as I have written it in German, but I'm perfectly willing to do a short summary or précis or answer any questions in English afterwards. Als ich mich mit den Vorbereitungen für diesen Vortrag beschäftigte, habe ich mich an ein Buch erinnert, das ich als 11- oder 12-Jähriger gelesen hatte. Es war in einem Dorf am östlichen Mittelmeerstrand im Israel des Jahres 1953. Von Europa weiter entfernt als die etwa 3000 Kilometer Luftlinie es heute im Zeitalter des Flugtourismus erscheinen lassen mögen, hatte ich einen Brief nach Prag geschrieben, von wo ich herkam, mit der Bitte, mir einige Bücher in tschechischer Sprache zur Lektüre zu schicken. Befand ich mich doch in einer Umwelt, deren Sprache ich noch nicht beherrschte und in der ich in der Sprache, die ich beherrschte, mich nicht verständlich machen konnte. Um mich herum war ein Sprachengewirr, das nach Babylon klang und neue fremde Töne, die mich gefangen nahmen. Ich brauchte Lektüre, die mir helfen konnte, mich ein wenig zurechtzufinden in dieser fremden Welt. Ich kann mich an das Päckchen mit Büchern, die ich aus Prag erhielt, erinnern. Da war ein Klassiker von Božena Němcová, einer tschechischen Autorin, das Buch mit dem Titel Großmütterchen, das übrigens in deutscher Übersetzung vorliegt, erfüllte mich mit sehnsüchtig nostalgischen Gefühlen und dem Bewusstsein um etwas, was, wie ich erst ahnte, unwiderruflich verloren gegangen war. Dann war da Jules Vernes geheimnisvolle Insel und damit die Möglichkeit, sich in eine Traumwelt zu versenken, die von der Möglichkeit des einzelnen Außenseiters, sich zu behaupten, berichtet. Da war schließlich auch der eine oder andere Band von Karl May oder Jack London, in denen von anderen Abenteuern berichtet wurde als jenen, in denen ich versuchte, mich zurechtzufinden. Einzelne dieser Exemplare haben mich ein Leben lang begleitet. Das eine oder andere ist im Laufe der Zeit und verschiedenster Umzüge zwischen den Kontinenten verloren gegangen. Es ist eines dieser verlorenen gegangenen Bücher, das in den letzten Jahren und Monaten unablässig in meine Erinnerung drang. Genauer, es sind die Bilder, die sich in meiner damals jugendlichen Vorstellung festsetzten, um in unregelmäßigen Abständen immer wieder lebendig zu werden. Autor und Titel des Buches sind mir entfallen, nicht aber der Inhalt und die Zeichnungen, die den Aufstand des Mahdi wiedergaben. Davon handelte das Buch. Mahdi el-Mahdi, eigentlich Muhammad Ahmed ibn Sajid Abdul Allah, der um 1843 geboren wurde, gab sich als der von dem Propheten Mohammed verheißene Mahdi aus. Er sammelte Anhänger des Derwischordens um sich, einer mystischen islamischen Gruppierung, und begann 1881 eine Rebellion gegen Ägypten, das damals über den Sudan herrschte, und eroberte zwei Jahre später Kordofan. Ein Jahr später wurde er von dem britischen Gouverneur Gordon anerkannt. Diese Anerkennung, die zweifellos Ausdruck taktischer Überlegungen der britischen Kolonialmacht war, reichte den Mahdisten aber nicht. Weitere Kämpfe und Unruhe folgten und im Januar 1895 eroberten die Mahdisten Khartoum. 1899 wurde der Nachfolger des verstorbenen Mahdi schließlich von einer britisch-ägyptischen Armee unter Lord Kitchener besiegt. Der Sudan hörte auf, eine fundamentalistisch-islamistische Entität zu sein.
Soweit der Inhalt jenes Buches über den Aufstand des Mahdi im Sudan und die Existenz des ersten islamistisch-fundamentalistischen Gebildes im Orient der Neuzeit. Später fand ich weitere Bücher und Materialien zu diesem Thema. Eines wurde geschrieben von einem späteren englischen Literaturnobelpreisträger, der als 24-Jähriger ein Kavallerieschwadron in der Schlacht von Omdurman geführt hatte. Es war Winston Churchill. Gestern übrigens jährte sich der 50. Jahrestag seines Todes und wir werden in den kommenden Monaten noch sehr viele Berichte, Bücher und sicherlich auch Fernsehsendungen über ihn sehen. In seinem Buch mit dem Titel, mit dem englischen Titel The River War, A Historical Account of the Reconquest of the Sudan, erschien dann auch sofort 1899. In diesen Jahren erschienen weitere Bücher, die sich mit dieser Erscheinung des fundamentalistisch-islamistischen Staatenwesens beschäftigten. Eines der bekanntesten war Rudolf Slatins Feuer und Schwert im Sudan, meine Kämpfe mit den Derwischen, meine Gefangenschaft und Flucht. Das Reich und die Herrschaft des Mahdi im Sudan waren eine Blutherrschaft und Tyrannei, die 13 Jahre dauerte. Georg Brunold schreibt im Vorwort zu der deutschsprachigen Ausgabe von Winston Churchills Buch zu dieser Epoche, und ich zitiere, die Herrschaft des rechtgeleiteten Glaubens untermauerten der Mahdi und der Kalif mit einer rein ethnisch abgestützten Militärdiktatur und einem Sicherheitsapparat, der dem 20. Jahrhundert vorgriff. Winston Churchill selbst schrieb in dem genannten Buch, zitiere wieder, die Macht, die Abdullahi, der Nachfolger des ersten Mahdi, der den Aufstand angeführt und das Kalifat im Sudan errichtet hatte, erlangt hatte, war nur zu behaupten, wie sie gewonnen war, mit dem Schwert. Die Wogen der Leidenschaften, die der Mahdi aufgewühlt hatte, überlebten ihn. Befasst man sich heute mit Büchern, Zeugnissen und Dokumenten zum Kalifat des Mahdi im Sudan, Ende des 19. Jahrhunderts, fallen zahlreiche Parallelen zum Reich des selbsternannten Kalifen Ibrahim Abu Bakr al-Baghdadi, dem Anführer des Islamischen Staats, auf. Aber dieser ist nicht der erste und einzige, der in der Neuzeit einen islamistisch-fundamentalistischen Staat errichtet. Es gibt ein weiteres Beispiel für derartige Erscheinungen in der Neuzeit. Die zweite Eroberung des Hedschas durch Wahhabiten, einer fundamentalistischen Ausrichtung des Islam auf der arabischen Halbinsel Anfang des 20. Jahrhunderts, führte zur Errichtung des saudischen Königreichs, eines islamistischen, fundamentalistischen Gebildes. Dieses spiegelt sich sowohl im Kalifat des Sudan am Ende des 19. Jahrhunderts als auch im islamischen Staat des Kalifen Abu Bakr von heute. Ebenso wie diese beiden ist das saudische Reich ein salafistisches Gebilde, eines also, dessen Ziel das Nacheifern dem Beispiel der ersten Generationen des Islam ist. Dass Saudi-Arabien heute gleichzeitig ein sprichwörtlich korruptes System ist, ist wohl eine Nebenerscheinung und Folge des Ölreichtums dieser Region. Eine Folge der Eroberung des Hedschas durch die Wahhabiten und die Saudis, also die Angehörigen der herrschenden Familie der Sauds, war die Vertreibung des Scherifs Hussein ibn Ali von Mekka und Medina durch die wahhabitisch-saudischen Kräfte Anfang der 20er Jahre. In den Jahren davor war dieser ein Verbündeter der britischen Kolonialmacht, vertreten erst durch den legendären Lawrence von Arabien und seinem Freund Winston Churchill. Nach seiner Vertreibung floh er in ein Dorf namens Amman und seine Söhne Abdallah und Faisal wurden die Könige von Jordanien respektive des Irak. Die Grenzziehung dieser beiden Staaten, also des Irak und Transjordaniens bzw. des späteren Jordanien, welches durch Großbritannien geschaffen auf dem größten Teil des durch den Völkerbund errichteten Mandatsgebiets Palästina entstand, ist mit dem Namen Sykes-Picot auf das Engste verquickt. Mark Sykes
und François-Georges Picot waren zwei Diplomaten aus Frankreich und Großbritannien, die ein geheimes Abkommen ihrer beiden Länder mit den Grenzen ihrer Einflussgebiete im Nahen Osten ausgearbeitet hatten. Diese Grenzen wurden auch die Grenzen der dann in den Jahrzehnten nach 1918 geschaffenen Staaten im Nahen Osten. Wohl der wichtigste Film unter jenen, die der Islamische Staat heute im Internet verbreitet, hat den Titel »Das Ende von Sykes-Picot«. Immer wieder werden in diesem Film Szenen gezeigt, die das Niederreißen der Grenzen zwischen Syrien und dem Irak zeigen. Ich denke, was wir heute erleben mit ISIS und den kriegerischen Auseinandersetzungen im Irak und in Syrien, bald auch an der Grenze des Libanon und Jordaniens, ist ein Auseinanderfallen, ein Ende der Staatenordnung, wie sie von den Kolonialmächten nach dem Ersten Weltkrieg im Orient aufgebaut wurden. Die künstlich geschaffenen Staaten zerfallen, und was wir jetzt erleben, ist eine Neuformierung entlang ethnischer und religiöser Linien. Was war es aber, dass ich mir bei der Lektüre des tschechischsprachigen Buches Anfang der 50er Jahre so tief eingeprägt hatte, dass es mir nach Jahrzehnten ganz akut in Erinnerung kam? Es waren wohl die Zeichnungen zum Text. Eine Erzählung unter anderem davon, wie Hunderte, Tausende, Jahrzehntausende fanatisierter Derwische wie in Trance in das Feuer der damals neu erfundenen Waffe des Maschinengewehrs rannten. Sie befanden sich im Dschihad und starben in der Überzeugung, im nächsten Moment sich im Paradiese einzufinden. Klingt alles ganz aktuell. Als ich diese Zeichnung mit dem dazugehörenden Text sah, befand ich mich in einer Umwelt, in der ich zum ersten Mal mit Mohammedanern in Kontakt kam. In einer Situation, in der der Staat, in dem ich damals lebte, Israel sich 5 Jahre nach seiner Gründung im Krieg mit islamischen Staaten befand, die ihn umgaben. Die eine der zwei Überlebenden meiner Familie, meine Tante, lebte dort in einem Kibbutz. Mit Ausnahme dieser Tante und einer Großmutter, die selber die Konzentrationslager überlebt hatte, waren die anderen durch die nationalsozialistische Verfolgung gestorben. Die Vorstellung, dass sie im Paradies seien, war mir fremd. Sie ist es auch heute. An mein Erschrecken darüber, dass Menschen sich wie in Trance in der Überzeugung, ins Paradies zu kommen, in den Tod stürzen könnten, kann ich mich gut erinnern. Dieses Erschrecken kehrte wieder, als ich in Deutschland im Fernsehen Anfang der 90er Jahre immer wieder fanatisierte Männer sah mit grünen Stirnbändern und weißer arabischer Schrift, durch Kampfzonen im ehemaligen Jugoslawien, den Straßen Ramallahs, Teherans, Beiruts oder Grosny und zuletzt eben in Mosul oder Kobane sich bewegend sah. Berichte Ihnen über diese Erinnerungen, weil ich den Versuch machen will, im Folgenden auf beiden Seiten eines anderen weiterhin aktuellen nahöstlichen Konflikts, dem israelisch-palästinensischen Konflikt, auf die Existenz verschiedener, unterschiedlicher Gruppen auf beiden Seiten hinzuweisen. Gleichzeitig aber auf ein beiden Seiten vorhandenes Phänomen, das Phänomen des Fundamentalismus. Die Erfahrungen, auf denen ich meinen Vortrag begründe, sind sicherlich auch angelesen, wie jenes Buch über den Aufstand des Mahdi im Sudan. Sie beruhen aber auch auf häufigen Aufenthalten in der Region, als Jugendliche in den 50er Jahren, als Journalist in den 60er und 70er Jahren und schließlich aus dem Jahrzehnt der 80er, die ich als Korrespondent der Deutschen Welle und Vertreter der Friedrich-Naumann-Stiftung in Jerusalem gelebt und gearbeitet habe. In diesem Jahrzehnt stand das Bemühen um die Förderung eines palästinensisch-israelischen Dialogs im Zentrum meiner Arbeit. Aber erlauben Sie mir hier wieder mal ein Zitat einzuführen. Alljährlich reisen Tausende von Westeuropäern nach Palästina. Viele stehen dem Lande von vornherein mit einer gewissen, halb unbewussten Antipathie gegenüber, die sich bei dennoch bestehendem Interesse für das Land
bis zu einer Art Feindseligkeit steigern kann. Auch bei Juden trifft man oft derartige Empfindungen an, aber auch intelligente Menschen und ernste Naturen sind oft nicht imstande, sich in das fremdartige Wesen des Orientalen und die Eigenart des Landes, in die ihrem Fühlen und Denken meist sehr fernliegenden Vorstellungen und Gewohnheiten liebevoll zu versenken. Fremd und unverständlich mutet sie alles in diesem fremden Lande an, zumal, und wir sprechen ja nicht nur von jüdischen Reisenden, wenn ihnen das semitische Element ohne dies nicht übermäßig sympathisch ist, selbst wenn es ihnen in angenehmerer Form entgegentritt als hierzulande. Haben nun schon ohne dies viele europäische Reisende, besonders die Deutschen, die berüchtigte Neigung, alles, was anders ist, als in ihrer Heimat zu kritisieren und zu verspotten, stets und überall zu resonieren, um besser zu wissen, so findet diese Neigung hier überreiche Nahrung. Diese Eindrücke und das darauf beruhende Urteil in einem Reiseführer aus dem Jahre 1910 könnten auch heute und in den vergangenen Jahrzehnten beinahe wörtlich Geltung haben. Tausende und Abertausende von Westeuropäern, von normalen Touristen bis zu Politikern, die nach kurzen Besuchen als objektive Kenner des Nahostkonflikts oder als begeisterte Protagonisten der einen oder anderen Seite zurückkehren, agieren dann in Medien oder der Politik als bewusste oder unbewusste Lobbyisten einer der zahlreichen Gruppen, die in dem Konflikt eine Rolle spielen. Auf diese Art und Weise wird eine eigene, gewissermaßen zusätzliche Dynamik entfaltet, die sehr häufig den Verlauf der Entwicklung vor Ort beeinflusst. Wohlmeinende Sympathisanten der einen oder anderen Seite sind, ohne es selbst wahrzunehmen, Stützen und Verbündete lediglich einer Fraktion oder einer Tendenz innerhalb eines der verschiedenen Lager, und dabei bewirken sie mitunter das Gegenteil von dem, was sie tatsächlich bewirken wollen. Noch eine kurze allgemeine Bemerkung zu dem Thema Juden, Israelis, Palästinenser und Deutsche. Grob gesagt verläuft die Diskussion zwischen diesen Gruppen nach dem Prinzip des Punktesammelns. Dabei geht es vordergründig darum, beim Publikum bestehende Meinungen oder Vorstellungen zu bestätigen und zu verfestigen oder eben darum, sie zu zerstören und durch andere zu ersetzen. Es ist, als würden beide Seiten gegenüber dem Westen ganz allgemein, aber insbesondere Deutschland gegenüber, um die Rolle des Opfers wetteifern, um sich so ihre Zuneigung und ihre Unterstützung zu sichern. Ich will das so deutlich aussprechen, nicht nur, weil mir dieses Vorgehen als unwürdig erscheint, sondern weil ich es für hinderlich und für eine Zeitverschwendung halte beim Versuch, die Komplexität des Konflikts und seiner Protagonisten zu erkennen. Blickt man auf die Geschichte der Palästinenser in den Jahrzehnten seit 1947 zurück, dann kann, so glaube ich, die historisch sehr interessante Feststellung getroffen werden, dass die Geburtsstunde der palästinensischen Nation und Staatlichkeit zugleich die Geburtsstunde ihrer Spaltung war. Eine erste Teilung Palästinas erfolgte im März 1946, als das Gebiet östlich des Jordans zum unabhängigen haschemitischen Königreich von Englands Gnaden wurde. Der Rest Palästinas wurde durch einen Beschluss der Vereinten Nationen im Jahre 1947 in einen jüdischen und einen arabisch-palästinensischen Staat geteilt. Seitdem unterlag die palästinensische Gesellschaft einer nicht enden wollenden Reihe von Spaltungen. Die Palästinenser, die nach dem Krieg von 1947-48, dem sogenannten israelischen Unabhängigkeitskrieg, bekanntlich haben die Palästinenser durch ihre Sprecher und die arabischen Staaten den UN-Teilungsbeschluss nicht anerkannt und versuchten, das ganze Rest Palästina zu erobern, nicht flohen, wurden zu sogenannten israelischen Arabern. Erst nach dem Jahre 2000, also nach dem Ausbruch der zweiten, der sogenannten Al-Aqsa-Intifada, so benannt, weil sie nach dem gewiss provokativen Besuch von Ariel Sharon auf dem Tempelberg am 28. September 2000 ausbrach,
wurde sichtbar, dass die israelischen Araber auf dem Weg zu einer palästinensischen Identität waren. Es ist gewiss müßig, darüber zu streiten, ob es so etwas wie eine palästinensische Nation überhaupt gibt, wie es in der zeitgenössischen Literatur der vergangenen Jahrzehnte wiederholt der Fall gewesen ist. Wenn Juden oder Israelis von der jüdischen Nation sprechen können, dann können Araber, die sich als Palästinenser empfinden, gewiss von einer palästinensischen Nation sprechen. Dennoch hat die palästinensische Geschichte ihre eigene Absurdität. Mit jedem Krieg, mit jeder grundlegenden neuen Entwicklung setzte sich ihre Spaltung fort. Seit der Zeit des Sechstagekriegs von 1967 bis in die Gegenwart konnte und muss man von mindestens 5 Gruppen von Palästinensern sprechen, die eine jeweils eigene Entwicklung durchgemacht und eigene Interessen entwickelt haben. Erstens sind da die bereits genannten israelischen Araber, israelische Staatsbürger mit Minderheitenstatus, denen von den Behörden in ihrem Personalausweis ganz pauschal die arabische Nationalität zugewiesen wurde. Anderen Israelis wurde in der entsprechenden Rubrik die jüdische Nationalität zugewiesen. Diese Gruppe der israelischen Araber, die auch in der Knesset, im israelischen Parlament vertreten ist und grob geschätzt etwa 20% der Bevölkerung ausmacht, ist vom Verfassungsrecht her gleichberechtigt. In der Praxis litt und leidet diese Gruppe aber zumeist an einem mehr oder weniger unausgesprochenen Illoyalitätsverdacht seitens der jüdischen Mehrheitsbevölkerung und faktischer Benachteiligung, die aus der Tatsache resultiert, dass ihr zahlreiche soziale Vorteile, die an die Ableistung des Militärwehrdienstes gekoppelt werden, versagt sind. Sehr aufschlussreich ist allerdings die Tatsache, dass in der innerpolitischen Debatte in Israel über einen vorstellbaren Gebiets- und Bevölkerungsaustausch im Rahmen einer Friedensregelung, die immer wieder aufkommt, die israelischen Araber sich vehement dagegen aussprechen, einem palästinensischen oder anderen arabischen Staat zugeschlagen zu werden. Die zweite zu nennende Gruppe sind die Palästinenser mit jordanischer Staatsbürgerschaft in Jordanien. Obwohl sie die Mehrheit der Bevölkerung des Haschemitischen Königreichs ausmachen, also zahlenmäßig dort die Mehrheit sind, haben sie in der Praxis ebenfalls dort den Status einer Minderheit. Die zumeist beduinische Oberschicht des Landes wacht eifersüchtig über ihre Vormachtstellung. Jordanien ist, wie ich schon erwähnte, kein klassischer Nationalstaat. Gegründet wurde er letztlich, um den Einfluss der englischen Mandatsmacht im Orient zu gewährleisten. Dennoch konnte in den Jahrzehnten nach dem Sechstagekrieg in Jordanien ein Prozess beobachtet werden, in dem bei wachsender Bildung und halbwegs stabilem Wohlstand immer mehr Palästinenser in immer mehr verantwortliche Positionen im staatlichen und wirtschaftlichen Bereich des Landes eingebunden wurden. Auch unter dem gegenwärtigen Herrscher, König Abdullah, wie unter seinem Vorgänger, kann das Bemühen um Schaffung und Festigung eines jordanischen Staatsbewusstseins beobachtet werden. Genau dieser Hintergrund spielt gewiss eine Rolle bei dem wachsenden Unwillen Jordaniens, die Bevölkerung der besetzten Westbank, Jordanien hat diese bekanntlich nach dem Krieg 1947-48 besetzt und annektiert, wieder unter direkte Kontrolle und eigene Verantwortlichkeit zu bekommen. Lassen Sie mich an dieser Stelle eine kritische Anmerkung zum bisherigen sogenannten Friedensprozess im Nahen Osten machen. Sie ist völkerrechtlicher Art. Israel hat nach den Friedensverträgen mit Ägypten Anfang der 80er Jahre den im Sechstagekrieg von 1967 besetzten Sinai geräumt und an Ägypten zurückgegeben. Man stelle sich den Aufschrei vor, wenn Israel der im Sinai lebenden Bevölkerung, also den Beduinen, die eigene Souveränität über dieses Gebiet angetragen und gar gegeben hätte. Ich persönlich kann nicht verstehen, wieso die Rückgabe der besetzten Westbank mit möglicherweise auszuhandelnden Grenzkorrekturen nicht Sache der Kriegsparteien des Sechstagekrieges ist, also Israels und Jordaniens.
Die Frage einer palästinensischen Souveränität wäre dann eine Sache der Palästinenser und des jordanischen Königsreiches. Zwar hat der jordanische König Hussein nach der arabischen Gipfelkonferenz von 1974 die PLO als, Zitat, einzige legitime Vertretung des palästinensischen Volkes anerkannt, aber die jordanische Verfassung, nach der die besetzten Gebiete ein unverzichtbarer Teil des Königreichs sind, wurde nicht verändert. Übrigens erfolgte diese Anerkennung nach dem im jordanisch-palästinensischen Bürgerkrieg von 1970-71 Jordanien im sogenannten Schwarzen September, die aufständische PLO des Yasser Arafat vernichtend geschlagen hatte, wobei 40.000 PLO-Kämpfer getötet wurden. An dieser Stelle nur eine kurze Einmerkung, dass die Zahl der getöteten Palästinenser in kriegerischen Auseinandersetzungen in Jordanien, dem Libanon und an der Grenze mit Gaza größer ist als in allen Kriegen mit Israel bisher seit 1948. Damals, jedenfalls 1970-71, flohen tausende PLO-Kämpfer über den Jordan in israelische Obhut. Dies bringt uns zu der dritten Gruppe der Palästinenser, die palästinensische Bevölkerung der besetzten Gebiete in der Westbank. Die Jahrzehnte der Besatzung und Besiedlung durch israelische Siedler haben Veränderungen bewirkt, deren Auswirkung noch nicht voll abgeschätzt werden kann. Bis 1987 herrschte in der Westbank ein vergleichsweise liberales Besatzungsregime. Die offene Grenze und die Kontakte zwischen den beiden Bevölkerungen haben in der palästinensischen Gesellschaft eine Entwicklung befördert, die aus den Palästinensern selbstbewusste Bürger gemacht hat. Der Kontakt mit der offenen und demokratischen israelischen Gesellschaft blieb aber nicht ohne Folgen. Sie wären im Falle eines Falles nicht mehr willfährige Untertanen eines haschemitischen Herrschers, der möglicherweise aus gutem Grund für die Gesellschaft seines Landes eine langsamere Entwicklung hin zur Demokratie für sinnvoll hält. Andererseits sind es gerade diese Palästinenser, die unter direkter militärischer Besatzung leben, das stärkste Bewusstsein ihrer Identität als palästinensische Nation entwickelt haben. Die Nichtgewährung der vollen Bürgerrechte und die Einschränkung von Menschenrechten bei gleichzeitiger Erfahrung, dass diese den Israelis uneingeschränkt zugebilligt werden, war der fruchtbarste Humus, auf dem das palästinensische nationale Selbstbewusstsein hervorwuchs und sich nährte. Allerdings sollte dabei nicht vergessen werden, dass ein Großteil der Palästinenser in der besetzten Westbank und Jerusalem wiederum Besitzer eines jordanischen Passes, also jordanische Staatsbürger sind. Die gesellschaftliche Struktur aber dieser Gruppe hat sich in den Jahrzehnten seit 1967 grundsätzlich verändert. Die klassische Feudalstruktur, die dort zuvor geherrscht hatte, existiert nicht mehr. Die früheren Vertreter der Oberschicht, die Husseinis, die Naschashibis, sie sind nicht mehr. Entweder sind sie ausgewandert oder sie haben ihre gesellschaftliche Stellung als verändert zur Kenntnis genommen. Sie, die früheren Statthalter der jordanischen Staatsmacht, sind zu politischer Bedeutungslosigkeit herabgesunken. Aber auch andere vermeintlich pro-jordanische Kräfte in der Westbank sind nicht mehr beliebig manipulierbare Untertanen des Königshauses in Amman. Sie sind oft Vertreter einer neuen, zuvor nicht bekannten Schicht. Es handelt sich um Ärzte, Rechtsanwälte, Geschäftsleute und Professoren, die es zuvor nicht gab. Sie sind Ausdruck einer potenziellen Mittelklasse. Durch repressive Maßnahmen der israelischen Besatzung als Reaktion auf die Intifada einerseits und die Korruption in den Reihen der herrschenden palästinensischen Autonomiebehörde andererseits wird diese Mittelschicht zunehmend zerrieben. Die vierte Gruppierung in der palästinensischen Realität wurde und wird unter dem Sammelbegriff PLO gehandelt. Ihre Ursprünge gehen auf die palästinensischen Flüchtlinge der Jahre 1947-48 und später des Jahres 1967 zurück. Die palästinensische Befreiungsorganisation ist ein Dachverband von Strömungen, Gruppen und Grüppchen, die unter den Flüchtlingen und in den Flüchtlingslagern im Libanon, Syrien, Jordanien und dem Gazastreifen entstanden sind. Die
O ist also der Rahmen, innerhalb dessen eine Zersplitterung festgestellt werden muss, neben der die vierte französische Republik ein Ausbund an Homogenität war. Diese Zersplitterung hat auch zu einer tiefen Entfremdung zwischen der PLO und der aus ihr erwachsenen Führung der palästinensischen Autonomiebehörden und der palästinensischen Bevölkerung vor Ort geführt. Diese sieht sich durch ihre Entstehungsgeschichte bedingt als Interessensvertreter in erster Linie der in den Lagern der palästinensischen Flüchtlinge in Syrien, dem Libanon und im Gazastreifen Lebenden. Als Ausdruck dieser Interessen ist die zentrale Forderung nach einem Rückkehrrecht aller Flüchtlinge und ihrer Nachkommen bei allen Friedensbemühungen zwischen der palästinensischen und der israelischen Seite zu sehen. Man stelle sich vor, Deutschland hätte im Rahmen seiner Ostpolitik auf dem Rückkehrrecht aller Vertriebenen und ihrer Nachkommen beharrt. Das Hauptinteresse aber der Palästinenser, der Westbank, ist nicht ein wie auch immer geartetes Rückkehrrecht, sondern ein Ende der Besatzungssituation und der sich immer weiter entwickelnden Siedlungstätigkeit der Israelis in der Westbank. Die fünfte und letzte Gruppe der Palästinenser schließlich ist eine sehr interessante Parallelerscheinung zur jüdischen Diaspora. Sie lebt zumeist im westlichen Exil, wo sie häufig eine gute Ausbildung genießend sich schrittweise in das wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Umfeld einbindet. Sie träumt und spricht von ihrer Solidarität mit den Brüdern und Schwestern im Orient, beschränkt sich aber auf finanzielle Hilfe und zunehmend auch auf eine Rolle als politische Lobby. Aber nicht nur die palästinensische Seite ist Spaltungen ausgesetzt. Auch auf der jüdisch-israelischen Seite muss man den Prozess einer fortschreitenden Spaltung beobachten. In seinem 1932 erschienenen Roman »Der Friend kehrt heim« erzählt Arnold Zweig die Geschichte des 1924 in Jerusalem erschossenen Dichters Jakob Israel de Haan. Diese Ermordung eines orthodoxen Juden wird in Israel als der wohl erste Fall eines politischen Mordes in der innerjüdischen Auseinandersetzung zwischen Zionisten und Antizionisten betrachtet. Die Hauptfigur des Romans, Yitzhak Josef de Vriend, gibt den Ton vor und spricht an einer Stelle des Romans folgenden Satz, und ich zitiere: Wenn ich nur endlich dazu käme, mich mit einem großen Manuskript herumzuschlagen, statt mit den Torafeinden, diesen Heidenjuden, diesen Hunden, die unseren ungeheuren geistigen Besitz verschleißen gegen Demokratie. In den 80er Jahren formulierte der Rabbiner Yitzhak Peretz, damals eine der führenden Figuren der sephardisch-orthodoxen Partei Schatz, eine bis heute verbreitete religiöse Position. Zitat: Mir ist eine jüdische Mutter, die an Schabbat Kerzen anzündet, lieber als 100 Professoren, die lehren, dass der Mensch vom Affen abstammt. Der Slogan, mit dem diese Partei schon damals ihre Wahlkämpfe krönte, lautete dann auch folgerichtig Leachzir Atara Leyoshna, was sinngemäß mit den alten Glanz zurückgeben übersetzt werden kann. Das ist nun tatsächlich das Ziel der religiösen Orthodoxie in Israel. Die Durchsetzung von Ordnungsvorstellungen im zionistischen Staat der Juden, die sie nur einer Minderheit von Juden in Israel selbst und anderswo in der Welt zu eigen sind. Schass ist nicht die einzige orthodoxe Partei im parlamentarischen Gefüge Israels. Die Rückwärtsgewandtheit wirkt auch in anderen religiös geprägten Parteien, die sich oft als religiös-nationalistische Kräfte präsentieren. Letztlich ist aber jede organisierte und institutionalisierte Religion rückwärtsgewandt, selbst wenn sie von Zeit zu Zeit sich ein vermeintlich modernes Mäntelchen umhängt. Die Ziele und Normen und Regeln von gestern, den alten Glanz zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Schon Theodor Herzl, Begründer des modernen Zionismus, ahnte die möglichen Gefahren, als er in seinem Grundlagenwerk Der Judenstaat schrieb, und wieder ein Zitat:
Werden wir also am Ende eine Theokratie haben? Nein. Der Glaube hält uns zusammen, die Wissenschaft macht uns frei. Wir werden daher theokratische Wehleidigkeiten unserer Geistlichen gar nicht aufkommen lassen. Wir werden sie in ihren Tempeln festzuhalten wissen, wie wir unser Berufsheer in den Kasernen festhalten werden. Heer und Klerus sollen so hoch geehrt werden, wie es ihre schönen Funktionen verdienen. In den Staat, der sie auszeichnet, haben sie nichts dreinzureden, denn sie würden äußere und innere Schwierigkeiten darauf beschwören. Der schöne Vorsatz blieb uneingelöst. Seit der Gründung des jüdischen Staates hat es keine Regierung gegeben, in der nicht Rabbiner und Generäle das Sagen gehabt hätten und die inneren und äußeren Schwierigkeiten kontinuierlich zunahmen. Der israelische Staat heute ist ebenso wie die palästinensische Gesellschaft mit einer doppelten Herausforderung konfrontiert: dem nationalen und gesellschaftlichen Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern einerseits und dem Ansturm der religiösen Orthodoxie und Fundamentalismus andererseits. Vom Kalifat des Mahdi im Sudan, von dem ich eingangs sprach, bis zum Islamischen Staat des selbsternannten Kalifen el-Baghdadi führt ein roter Faden. Zwei Jahrzehnte nach dem Fall des Mahdi im Sudan fand der Fundamentalismus in Ägypten eine Neuauflage in den Schriften des Journalisten und Theoretikers Said Qutb. Seine Werke besorgten die theologische und weltanschauliche Grundlage der Moslembruderschaft. Aus den Reihen der Moslembruderschaft wurde der ägyptische Staatspräsident Sadat ermordet, der einen Friedensvertrag mit Israel abgeschlossen hatte. Aus den Reihen dieser Moslembruderschaft ist die im Gazastreifen herrschende Hamas erwachsen und auf der Sinai-Halbinsel herrscht ein Ableger des Kalifats des Islamischen Staates. Es würde jetzt zu weit führen, andere Einflusssphären des IS in Afrika, in Asien, ja selbst auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion aufzuzeigen. Ich wage aber die Voraussage, dass die Bedrohung durch religiösen Fundamentalismus in den nächsten Jahren den klassischen israelisch-palästinensischen Konflikt, wie wir ihn kennen, in den Hintergrund drängen wird. Betrachtet man die Beschreibung des Kalifats im Sudan Ende des 19. Jahrhunderts, dann ist die Realität des Islamischen Staats des Kalifen Abu Bakr eine technisch modernisierte Fassung, ein Spiegelbild sozusagen. Und die Anti-Charlie Hebdo-Demonstration durch die Hamas mit Hamas- und IS-Fahnen auf dem Tempelberg ist ein symbolträchtiges Omen. Der Versuch des wesenverwandten Saudi-Arabien, durch den Bau einer Mauer entlang der Grenze zum ehemaligen Irak, mag da wie eine hilflose Geste erscheinen. Danke. Welche Möglichkeiten sehen Sie, aus der Gewaltspirale im Nahen Osten rauszukommen? Wenn ich die sehen würde, hätte ich wahrscheinlich den Friedensnobelpreis schon bekommen. Ich bin sehr skeptisch. Ich gehöre zu denen, die nur eine Verschlechterung der Situation sehen. Wir haben da auf der einen Seite dieses hochtechnisierte, hochmoderne Israel, um zu einem Thema, das sich hier gestern und heute ja wie ein roter Faden durchzog, zu kommen. Dieses kleine Dorf, von dem ich am Anfang des Vortrags sprach, in dem ich als 10-Jähriger, 12-Jähriger gelebt habe, bestand damals aus 6, 7, 8 Häuschen weit verstreut. War immer der Meinung, als, auch schon als Erwachsener, das sei ein ehemaliges palästinensisches Dorf, bis ich irgendwann erfahren habe, dass es eigentlich ein Dorf war, das von den deutschen Templern gegründet wurde und Neuharthof hieß. Wieder ein Stück Fundamentalismus in der Geschichte. Jedenfalls auf diesem Gebiet stehen heute
Glaspaläste von Microsoft und Elbit, das ist das, worauf dieser Staat sich stützen kann, was auch vielleicht eine gute Chance des Überlebens ihnen bietet. Aber im Nahen Osten überhaupt, die Konfliktspirale wird weiterlaufen, fürchte ich. Ja, wir haben jetzt rausgehört, es gab auch schon immer durch die Briten eben in der Vergangenheit Einmischungen in dem Raum, weil das halt ihre Kolonien und ihre Einflussszene war und natürlich ähnlich jetzt durch Sowjetunion, USA in der Vergangenheit und jetzt durch die USA weiterhin. Wir sehen aber jetzt auch aktuell wieder seit dem arabischen Frühling, dass, sagen wir mal, die tolerierten oder akzeptierten Regime dort dann umgefallen sind. Da ist die Frage, die ich mir stelle, was ist denn jetzt besser, wenn da Einfluss ausgeübt wird, im Zweifelsfall eben das Regime installiert wird, ja, also sowohl der Einfluss als auch dann vielleicht als zweite Frage diese Regime, weil ich kann mir jetzt das zwischen zwei Übeln aussuchen, will ich das Regime und Stabilität, ja, oder will ich halt Flüchtlingsströme und Bürgerkrieg? Also die Frage der Einflussnahme und die Unterstützung bestimmter Regime spiegelt wieder realpolitische Interessen der Mächte außerhalb des Raums, Amerika, europäische Staaten und so weiter und so weiter. Das ist die eine Seite. Und wenn sich da was verändert, dann spiegelt das nur eventuell eine Veränderung der Interessen wider. Der Rest ist aber eine philosophische Frage beinahe. Ich neige dazu, dass die Bevölkerung eines jeden Staates oder Gebietes letztlich selber verantwortlich ist und selber etwas tun muss, wenn sie mit einer Situation nicht zufrieden sind. Und ich denke, man muss das ihnen selber überlassen. Das wird kein schöner Prozess sein. Die gehen durch Krisen durch. Da gibt es die nachzuholende Aufklärung in der islamischen Welt, da gibt es die Hinwendung zu moderneren Formen der Existenz, aber wer sind wir, ihnen vorzuschreiben, wie sie das zu machen haben? Ja, Sie haben ja schon etwas erzählt über die palästinensischen Akteure, dann kurz zu den israelischen, haben Sie gesagt, besonders die fundamental nationalen. Was für weitere Akteure werden denn auf israelischer Seite dann noch sein, die tatsächlich diesen Friedensprozess oder diesen Konflikt noch weiter befeuern oder beeinflussen? Naja, es bilden sich Tendenzen, übrigens auf beiden Seiten, sowohl, ich sage jetzt nicht nur auf der palästinensischen, sondern generell auf der arabischen Seite, als auch auf der israelisch-jüdischen Seite, bilden sich Tendenzen, wo aus der Religion heraus faschistoide Tendenzen sehr deutlich spürbar werden. Das merkt man, wenn man sich Schriften und Reden ansieht. Also das, was man in Israel die neuen rechten Nationalreligiösen nennt, sind tendenziell in diese Schublade einzuordnen. Parallelen dazu gibt es auf der islamisch-arabischen Seite aber auch. Ich habe mal eine Frage, gibt es in dem ganzen Umfeld eigentlich irgendwelche politisch einflussreichen Frauen, die da mitspielen? Weil ich meine, ich höre jetzt von Rabbinern und Militärs, die schon per Definition nicht wirklich kompromissbereit sind, weil da kommen sie nicht her. Und ich denke mir, dass man da sicher einiges bewegen könnte, wenn mehr Frauen mit Einfluss da wären. Und ich meine, okay, ich kenne jetzt nur die Fernsehnachrichten, da kommen Frauen schlichtweg überhaupt nicht vor, allenfalls als Opfer, das ist praktisch. Gibt es irgendeine Möglichkeit über, sagen wir, mehr Frauen in die Politik zu bringen oder auch Bildung an die Frauen ranzubringen, weil das ja oft dem ganzen Volk weiterhilft, wenn ich jetzt die Palästinenser anschaue. Sobald es eine Mittelschicht gibt, sobald es gebildete Leute gibt, ändert sich was in der Gesellschaft. Ist die nicht mehr einfach nur Opfer, sondern sie können selber Strukturen aufbauen. Ja. Und solange man das nicht hat, geht nichts. Gibt es da irgendeine Möglichkeit? Also auf der palästinensischen Seite, ich nenne jetzt nur einen Namen, die Professorin Hanan Ashraoui ist eigentlich ein Beispiel, aber auch für diese Tendenz, die ich erwähnt habe, dass sich langsam eine Mittelschicht dort entwickelt. Und in dem Kontext gibt es auf der palästinensischen Seite in der Westbank durchaus einige Frauen, die sich bemerkbar gemacht haben.
Auf der israelischen Seite gibt es zahlenmäßig viel mehr Frauen, die in Gesellschaft und Politik agieren. Da finden Sie aber sowohl extrem rechts als auch links. Peter, wie würdest du das einschätzen, Israels Zivilrecht, insbesondere jetzt auch das Scheidungsrecht, das ja dem Rabbinat unterworfen ist, inwiefern hält es die Konfliktlinien fest? Jetzt benutze ich einen religiösen Begriff. Es war die erste große Sünde, die der Staatgründer David Ben-Gurion begangen hat, dass er mit den Orthodoxen eine Vereinbarung getroffen hat, die ihnen das alleinige Recht über die zivile Rechtsprechung gab, die Personenstandsgesetzgebung. Da es zuerst mal im Parlament nicht zu verändern ist durch das Stimmverhältnis. Die orthodoxen Parteien haben dort auch so 15-20% an Stimmen. Es gibt aber eine Tendenz in der Gesellschaft, die zeigt, dass da aber auch wieder eine Spaltung. Also die Zahl derjenigen, die nach Zypern fliegen, um sich trauen zu lassen, weil sie sich nicht vom Rabbinat trauen lassen wollen, wächst. Und ich bin vor einer Woche zurückgekommen und habe zum ersten Mal erfahren, dass inzwischen ein anderer Industriezweig anwächst. Die Kibbutz-Bewegung, die ja auf dem absteigenden Ast ist aus wirtschaftlichen Gründen und neue Einnahmequellen sucht, hat eine neue Einnahmequelle gefunden. Es gibt Leute, die wollen nicht nach religiösem Ritus begraben werden. Und die Kibbutzim bieten jetzt an, sozusagen private Beerdigungen auf dem Grund und Boden von Kibbutzim. Also das gibt es, aber das führt nur zu merkwürdigen Erscheinungen. Jo. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Wir haben jetzt ungefähr 14 Uhr. Ich schlage vor, wir machen eine 45-minütige Pause, Zeit genug für Essen. Ich danke nochmals an dieser Stelle Herrn Finkelgrün für seine tiefschürfenden Ausführungen zum Nahen Osten. Wir machen nach den 45 Minuten weiter mit der Diskussionsrunde. Danke.